Guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen das Thema Alkoholismus besprechen, und zwar in Hinsicht auf das, was die Bibel sagt. Wie beschreibt die Bibel Alkohol? Ist Alkohol ein Fluch? Ist Alkohol ein Segen? Kann er in richtiger Weise gebraucht werden? Kann er missbraucht werden? Wie sollten wir als Christen uns im Hinblick auf Alkohol verhalten? In der heutigen Predigt möchte ich die Bibelstellen behandeln, die den Alkohol und den Alkoholismus ansprechen, und zwar in der Reihenfolge, wie sie in der Bibel auftreten. Und so möchte ich zunächst auf 1. Mose 9 eingehen, die erste Stelle, die auf Alkohol sich bezieht. 1. Mose 9, angefangen in Vers 20. Eine sehr bekannte Stelle, die sich auf Noah bezieht und seine Söhne und seinen Enkel. Und da heißt es in Vers 20, Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Und dann lesen wir weiter, dass sich sein Enkel an ihm sexuell verging. Mit anderen Worten, die erste Stelle, die sich auf den Alkohol bezieht in der Bibel, bezieht sich auf eine Warnung. Gott beginnt die Diskussion über den Alkohol mit einer Warnung. Alkohol, wie wir sehen werden, ist nicht schlecht. Er ist von Gott erschaffen worden, aber er birgt Gefahren. Und als Eltern müssen wir unseren Kindern von klein auf beibringen, wie man sich mit Alkohol zu befassen hat. Wir müssen ihnen den richtigen Gebrauch von Alkohol lehren und gleichzeitig vor dem Missbrauch von Alkohol warnen. In 1. Mose Kapitel 14 fahren wir mit der Diskussion fort, und zwar in Vers 18. 1. Mose 14 und Vers 18. Da wird über Melchisedek gesprochen, den König von Salem oder Jerusalem, der sich Abraham offenbart, und es heißt, er trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und dann lesen wir, wie er dann Abraham vom höchsten Gott segnete. Hier wird der Alkohol in Verbindung gebracht mit religiösem Gebrauch. Heute nehmen wir ja auch nach wie vor Alkohol zu uns, ein klein wenig Alkohol, zur Zeit des Passa, am Passaabend, wenn wir die Symbole Jesu Christi zu uns nehmen, den Brot und den Wein. Diese Stelle zeigt uns, dass wir Alkohol mit Respekt behandeln sollten, ihn nicht missbrauchen sollten, sondern uns immer vergegenwärtigen sollten, dass ein Grund der Existenz des Alkohols der religiöse Gebrauch ist. Schauen wir uns nun 1. Mose Kapitel 19 an. 1. Mose Kapitel 19 und angefangen in Vers 30. Diese Stelle beschreibt eine Begebenheit, nachdem Lot und seine beiden Töchter aus Sodom entkommen waren. In 1. Mose 19, angefangen in Vers 30. Und Lot zog weg von Soar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern. Denn er fürchtete sich, in Soar zu bleiben, und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Und er sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Und da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater, und er ward es nicht gewahr, als er sich legte, noch als sie aufstand. Und am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Und da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auch auf und legte sich zu ihm, und er wurde es nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und so wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und wir sehen hier den absolut falschen Gebrauch von Alkohol. Scheinbar gaben sie ihm so viel Wein zu trinken, dass er nicht mehr wusste, was um ihn herum geschah. Es war natürlich das ein Problem. Die
Töchter waren in Sodom groß geworden, hatten den Lebensstil Sodoms angenommen. Und Lot hatte scheinbar dies jetzt auch erlaubt, dass die Töchter ihm Wein gaben und er nicht aufhörte, diesen zu trinken. Der falsche Gebrauch Sodoms hatte sich auf die Töchter abgefärbt. Und auch dies zeigt bereits jetzt schon an dieser Stelle, wie sehr wir aufpassen müssen, in welcher Gesellschaft wir uns befinden. In 1. Mose Kapitel 27 lesen wir Vers 28. 1. Mose Kapitel 27 und Vers 28. Hier wird von einer Segnung gesprochen, die kommen sollte auf Gottes Volk. Und so heißt es in Vers 28, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Schauen Sie, Gott gebe uns dies. Und auch in Vers 37 heißt es, Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Wir sehen also hier den positiven Aspekt des Alkohols, den positiven Aspekt des Weines. Alkohol ist ein positiver Segen, er kann ein Segen sein. Nachdem man die Kinder über den negativen Gebrauch von Alkohol belehrt hat und aufgeklärt hat, sollte man beginnen, ihnen den positiven Gebrauch von Alkohol nahezubringen. Es ist dies ein Geschenk Gottes, wie wir hier sehen, aber ein Geschenk, das nicht missbraucht werden darf. Schauen wir uns nun 2. Mose Kapitel 29 an. 2. Mose 29, die Verse 38 bis 40. 2. Mose 29 und die Verse 38 bis 40. Hier wird von dem täglichen Opfer gesprochen, das damals den Israeliten im Alten Testament gegeben wurde. Und hier sind die Anweisungen Gottes bezüglich dieses Opfers. Das heißt, und dies sollst du auf dem Altar tun. 2 einjährige Schafe sollst du an jedem Tag darauf opfern. 1 Schaf am Morgen, das andere gegen Abend. Und zu dem einen Schaf einen Krug feinsten Mehls, vermengt mit einer Viertelkanne zerstoßener Oliven und eine Viertelkanne Wein zum Trankopfer. Also auch hier sehen wir wieder die Verbindung des Alkohols mit einer religiösen Handlung, die also wiederum aufzeigt, dass der Alkohol mit Respekt zu behandeln ist, dass er zumindest in einer Hinsicht einen religiösen Gebrauch vermittelt. Nun in 3. Mose Kapitel 10. 3. Mose Kapitel 10, eine Anweisung an die Geistlichen Gottes. Auch das ist sehr bedeutsam, dass wir dies richtig verstehen. In 3. Mose Kapitel 10, angefangen in Vers 8. Der Herr redete mit Aaron und sprach: Aaron, der damalige Hohepriester, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewigliche Ordnung für alle eure Nachkommen. Ihr sollt unterscheiden, Vers 10, was heilig und was unheilig, was rein und was unrein ist, Vers 11, und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Hier wurde also den Hohenpriester und seinen Söhnen geboten, sich vom Alkohol freizuhalten, keinen Alkohol zu sich zu nehmen, wenn sie eine religiöse Handlung in der Stiftshütte verbringen sollten. Wenn Sie mit mir jetzt schnell zu einer Stelle in Hesekiel Kapitel 44 gehen wollen, wird diese Anordnung in gewisser Weise erweitert. Hesekiel Kapitel 44 und lesen wir Vers 21. Da heißt es auch hier in Hesekiel Kapitel 44 und Vers 21, und die Priester sollen keinen Wein trinken, wenn sie in den inneren Vorhof gehen sollen. Also hier wiederum wird den Priestern gesagt, sie sollen keinen Alkohol zu sich nehmen, wenn sie eine religiöse Handlung verrichten. Der Sinngehalt ist der, ein Geistlicher sollte, wenn er eine Predigt gibt, vorher nicht Alkohol zu sich nehmen, weil dies vielleicht seinen Verstand, seine klare Gesinnung in gewisser Weise verdunkeln könnte. Er soll einen klaren Verstand haben, bei klarem Bewusstsein sein, wenn er Gottes Wort verkündet. Und ich kann das Ihnen versichern, obwohl
das nicht unbedingt jetzt notwendig ist, dich zu sagen, aber wenn ich zum Beispiel eine Predigt gebe, dann nehme ich vorher keinen Alkohol zu mir. Aufgrund dieser Bibelstellen und der Tatsache, dass Gott mich inspirieren soll und nicht irgendwie ein starkes Getränk. Zurückgehen zu 4. Mose, schauen wir uns Kapitel 6 an. 4. Mose, Kapitel 6 und die Verse 2 bis 3. 4. Mose, Kapitel 6 und die Verse 2 bis 3. Hier finden wir ein sehr interessantes Gelübde. Das Gelübde des Gottgeweihten oder, wie es auch bekannt ist, das Nazariter-Gelübde. Und da heißt es hier in Kapitel 6 und Vers 2, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weins und starken Getränkes enthalten während der Zeit des Gelübdes. Würzwein und starken Würzwein soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Solange sein Gelübde währt, Vers 4, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Nun, wie wir noch sehen werden, dieses Nazariter-Gelübde bezieht sich auf Leute, die freiwillig dieses Gelübde eingegangen sind im Alten Testament oder die zum Beispiel auch von den Eltern dazu bestimmt wurden. Samson ist zum Beispiel ein Fall, der Zeit seines Lebens ein Nazariter war. Nur hat er sich an das Gelübde nicht gehalten, wie wir ja wissen, wenn wir die Geschichte über Samson oder Simson lesen. Johannes der Täufer war scheinbar auch ein Nazariter, der Zeit seines Lebens diese Weisungen befolgte. Aber Jesus Christus war kein Nazariter. Er war ein Nazarener. Er wurde in der Stadt Nazareth groß, aber er war kein Nazariter. Wie wir noch sehen werden, er trank Wein. Und er fasste zum Beispiel auch Tote an. Ein weiteres Beispiel für einen Nazariter, dem dies untersagt war. In 5. Mose Kapitel 14 lesen wir eine weitere interessante Stelle im Hinblick auf religiösen und familiären Gebrauch des Alkohols. 5. Mose Kapitel 14, angefangen in Vers 24. Es geht hier um das Laubhüttenfest, eine Zeitspanne von 7 Tagen, während der man sich versammelt und innerhalb der Kirche sich dann auch auf das Fest konzentriert und vorbereitet. Das heißt in Vers 24, wenn aber der Weg zu weit ist für dich, dass du es nicht hintragen kannst, also diese physischen Dinge, weil die Stätte dir zu fern ist, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, dass er seinen Namen da selbst wohnen lasse, wenn der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, so mache es zu Geld. Und nimm das Geld in deine Hand und geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählt hat und gib das Geld für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Also es wird hier klar und deutlich gesagt, dass man während des Laubhüttenfestes Wein und starkes Getränk konsumieren darf, aber mit Maßen. Nicht dahingehend, dass man sich betrinkt, aber man kann durchaus Wein und starkes Getränk zu sich nehmen, während dieser religiösen, familiären Versammlung. Und wie gesagt, es zeigt, dass Gott den Wein und auch starkes Getränk als einen Segen erschaffen hat, der allerdings nicht missbraucht werden darf. In 5. Mose 21 lesen wir angefangen Vers 18. 5. Mose 21 und Vers 18. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Ort des Todesortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. Und dann war damals im Alten Testament eine sehr strenge Strafe hiermit verbunden. Das heißt in Vers 21, sie sollen ihn steinigen, alle Leute seiner Stadt, als er sterbe. Und du sollst so das Böse aus seiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Das wird natürlich heute nicht mehr in dieser Weise angewandt, aber das Prinzip ist nach wie vor gegeben. Hier handelt es sich um einen jungen Mann, der zu einem Trinker, einem Trunkenbold wurde, der Alkoholmissbrauch betrieb. Und hier eine Warnung.
dass wir uns in solcher Weise nicht dem Alkohol gegenüber verhalten sollen. Lesen wir wiederum in 5. Mose Kapitel 28, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. 5. Mose 28 und Vers 39. Eine Prophezeiung für die Endzeit, in der wir heute leben. Da heißt es hier, Weinberge wirst du pflanzen und bauen, aber weder Wein trinken noch Trauben lesen, denn die Würmer werden es verzehren. Hier wird die Tatsache, dass man Wein anbaut und dann nicht davon trinken kann, als ein Fluch bezeichnet. So sollte es nicht sein, wenn Gott uns segnet, wie wir vorher gelesen haben, dann werden wir auch den richtigen Weingenuss erleben können. Aber hier geht es um Menschen, die sich Gott nicht untertan machen wollen und die werden in dieser Weise dann bestraft. Die können also den Wein, den sie anbauen, nicht trinken. Man kann seinen Kindern auch zeigen, wie viel Arbeit es erfordert, Wein herzustellen, Alkohol herzustellen, damit sie ihn besser zu schätzen wissen, damit sie erkennen können, dass es nicht so eine Routineangelegenheit ist, sondern es gehört sehr viel Arbeit dazu, Weinberge zu pflanzen und dann Wein zu ernten und dann den Wein in Flaschen herzustellen. Wir lesen eine weitere interessante Stelle im Buch der Richter. Richter Kapitel 13, die Verse 3 bis 4. Wir haben als Eltern durchaus die Verantwortung, unseren Kindern den richtigen Gebrauch des Alkohols zu lehren. Wenn das die meisten Eltern heute getan hätten, dann gäbe es nicht so viel Alkoholsucht, Alkoholabhängigkeit, Alkoholismus. Und das gilt nicht nur für Alkohol, es gilt dies für andere Süchte gleichermaßen. In Richter Kapitel 13 lesen wir angefangen Vers 3. Hier geht es um die Geburt von Samson oder Simson, auf den ich eben schon zu sprechen gekommen bin. Und der Engel des Herrn erschien der Frau, der zukünftigen Mutter, und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Nun, diese Stelle bezieht sich auch darauf, dass dieser Simson ein Nazariter sein würde. Aber diese Warnung gilt auch ganz allgemein für schwangere Frauen, dass man sich während der Schwangerschaft vom Alkohol, von starkem Getränk fernhalten sollte. Jeder Arzt wird Ihnen dies heute auch bestätigen, es kann eine Gefahr sein für das Kind, für die gesamte Schwangerschaft. Schauen wir uns nun im Buch Jesaja an, was im 5. Kapitel geschrieben steht. Ich folge der ursprünglichen Anordnung der Bücher im Alten Testament, wie sie ursprünglich dargestellt worden ist. In Jesaja Kapitel 5 lesen wir angefangen in Vers 11. Jesaja Kapitel 5 und angefangen in Vers 11. Wehe denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen, und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt, und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Wiederum eine Warnung für uns heute. Alkoholsucht ist ein Fluch. Er kann dazu führen, wie dies die Stelle hier beschreibt, dass man sich überhaupt gar nicht mehr zurechtfindet in der Gegenwart, dass man alles das, was um einen herum vorgeht, ignoriert, dass man sich nicht mehr auf das konzentriert, was Gott tut in dieser Zeit, sondern man hat sich dem Alkohol ergeben, der Sucht des Alkohols. Im gleichen Kapitel weiter in Vers 22. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Schauen Sie, hier wird ein unmittelbarer Zusammenhang hergestellt zwischen Alkoholismus und der Unfähigkeit, Recht zu richten. Wie sie unweise sind im Gebrauch von Alkohol, so sind sie auch unweise im richtigen Richten, im richtigen Beurteilen, im richtigen Bewerten anderer Menschen. In Jesaja Kapitel 22 lesen wir die Verse 12 und 13.
Jesaja Kapitel 22 und die Verse 12 und 13. Zu der Zeit rief Gott der Herr Zebaoth, dass man weine und klage und sich das Haar abschere und den Sack anlege. Aber siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen, Wein trinken. Lasset uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. Also hier auch wiederum eine Andeutung, wie die Menschen in der Jetztzeit gegenüber den Gefahren sich verhalten, die über uns hereinbrechen werden. Alkoholsucht verhindert, klar die Zeichen der Zeit zu erkennen zu können. Man will sich einfach nicht mit dem befassen, was vor aller Augen liegt, und man will Abwechslung. Und man geht hier weiter seinen Gewohnheiten nach, und Alkoholsucht ist ein Teil dieser Gewohnheiten. In Kapitel 28 im gleichen Buch von Jesaja, Kapitel 28, lesen wir Vers 7. Denn geistliche Priester, Prediger sind von dieser falschen Lebensweise keineswegs ausgeschlossen. Die wahren Prediger Gottes sollten natürlich nicht hiermit eingeschlossen sein. In Jesaja 28, Vers 7. Aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Also auch Geistliche, die es hätten besser wissen sollen, sind, wie es hier heißt, vom Wein verwirrt und können von daher auch nicht Gottes Wahrheit in richtiger Weise verkünden. Schauen wir uns nun eine weitere sehr interessante Stelle an, im Buche Jeremia, Kapitel 35. Nun, diese Stelle hat einige dazu veranlasst zu meinen, es sei verkehrt, Wein zu trinken. Und die ganzen Stellen, die wir bislang gelesen haben, zeigen natürlich, dass dies nicht der Fall ist. Aber schauen wir uns trotzdem an, wie Gott hier über die Jechabiter oder die Rechabiter denkt. In Jeremia, Kapitel 35, lesen wir, angefangen in Vers 5. Es heißt, der Jeremia, der setzte den Männern vom Hause Rechab Krüge voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Vers 6. Sie aber antworteten, wir trinken keinen Wein. Denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten, ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein trinken. Vers 8. Also gehorchen wir der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns geboten hat, dass wir keinen Wein trinken unser Leben lang, weder wir noch unsere Frauen noch unsere Söhne und Töchter. Und dann auch in Vers 18 im gleichen Kapitel. Aber zu den Rechabitern sprach Jeremia, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht habt und alle seine Gebote gehalten und alles getan, was er euch geboten hat, darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, niemals an einem Manne fehlen, der vor mir steht. Also Gott hat diese Handlung der Söhne von Rechab anerkannt. Er hat sie sogar gesegnet. Die Rechabiter weigerten sich, Wein zu trinken, um dem Gebot ihres Vaters gehorchen zu können. Sie hatten ihm das scheinbar auch versprochen und sie haben dieses Gebot gehalten. Wir müssen verstehen, dass es hier um den Gehorsam der Söhne gegenüber dem Vater ging. Es ist keine Sünde, keinen Wein zu trinken, es sei denn zum Passahabend. Aber wie gesagt, es geht hier darum, dass der Gehorsam der Söhne dem Vater gegenüber dargestellt wird, im Gegensatz zu diesem anderen Sohn, von dem wir früher gelesen haben, der den Eltern nicht gehorchte und zu einem Trunkenbold wurde. Schauen wir uns nun Hosea Kapitel 4 an, eine sehr wichtige Stelle, die uns etwas mehr noch sagt über Alkoholsucht und Alkoholismus. Hosea Kapitel 4 und Vers 11. Hosea Kapitel 4 und Vers 11. Da heißt es hier in der deutschen Lutherbibel, Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Hurerei, Wein und Trunk machen toll. Hurerei, eine weitere Sucht, die hier die Sexualsucht beschreibt. Eine andere, vielleicht richtigere Übersetzung sagt hier, Hurerei, Wein und neuer Wein versklaven dich. Oder man könnte auch sagen, machen dich süchtig. Also Alkoholismus wird hier mit Hurerei auf die gleiche Stufe gestellt und sie versklaven jemanden, wenn man sich diesen Dingen hingibt. In Hosea Kapitel 7,
Hosea Kapitel 7 und Vers 5. Auch hier wiederum wird beschrieben, wie es in der Endzeit aussehen wird, in der Jetztzeit, wenn man das so sagen will. Da sagen die Leute, heute ist unseres Königs Fest. Also hier ist eine Gelegenheit, sich wirklich mal auszulassen, wie zum Beispiel beim Karneval oder was immer. Heute ist unser Königsfest, da werden die Oberen toll vom Wein, wörtlich krank vom Wein. Und er zieht die Spötter zu sich. Sie selbst die Oberen, selbst die Führer in der Nation haben ein Problem mit Alkoholsucht. Die werden toll, die werden krank vom Wein, wenn Anlass besteht, sich richtig volllaufen zu lassen. Schauen wir uns nun Joel an, Kapitel 1. Joel Kapitel 1 und Vers 5. Und denken wir auch daran, dass hier gesagt wird, der Wein ist ein Spötter. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Joel Kapitel 1 und Vers 5. Hier sagt Gott denjenigen, auf die das zutrifft, wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet und heult, alle Weinsäufer, um den süßen Wein. Denn er ist euch vor eurem Munde weggenommen. Schauen Sie, Alkoholsüchtige, Alkoholabhängige, Alkoholiker werden den Alkohol nicht für immer genießen können. Das ist eine Lehre, die man aus dieser Stelle ziehen kann. Es kommt die Zeit, wenn alles das, was man heute so sehr schätzt, nicht mehr vorhanden sein wird. Joel Kapitel 4 und Vers 3. Joel Kapitel 4 und Vers 3. Da sagt Gott, sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure hingegeben. Denken wir daran, Hurerei, versklavtes Herz. Und Mädchen für Wein verkauft. Wein, neuer Wein, versklavtes Herz. Und vertrunken. Die gingen so weit, dass sie sogar Menschenhandel betrieben, um sich volllaufen lassen zu können oder um Hurerei begehen zu können. Eine schreckliche Konsequenz des Alkoholmissbrauchs oder auch der Prostitution. Nun Amos Kapitel 6. Amos Kapitel 6 und Vers 3. Amos Kapitel 6 und Vers 3. Es geht hier um den bösen Tag, um den Tag des Herrn, wie er auch in der Bibel beschrieben wird. Und es geht hier um Leute, die meinen in Vers 3, dass sie vom bösen Tage weit ab sind, dass der noch lange nicht kommen wird. Und so trachten sie immer weiter nach Frevelregiment, wie das heute auch vielfach in unserer Nation geschieht. Trachten wir nach Frevelregiment. Und dann wird hier weiter gesagt in Vers 6, dass so ist deren Einstellung. Trinkt Wein aus Schalen und salbt euch mit dem besten Öl, aber bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. Schauen Sie, Alkohol wird in großem Überfluss genossen, während die schrecklichen Zustände der Gesellschaft übersehen werden. Um die kümmert man sich nicht. Wenn man die Dinge hört, die so heute in den Nachrichten uns mitgeteilt werden, dann zuckt man vielleicht die Achseln und sagt, ach, das ist eine schreckliche Welt. Und dann ist aber schon alles damit vergessen. In Amos Kapitel 9 lesen wir Vers 14. Gott sieht das ganz anders. Er sieht auf die, die aufgrund der Gräueltaten, die in der Gesellschaft vorgehen, heulen, sich bekümmern darum, die nicht oberflächlich den Schaden innerhalb der Gesellschaft abtun. In Amos Kapitel 9 lesen wir Vers 14. Hier wird wieder der positive Aspekt des Alkohols, des Weines dargestellt. Gott sagt, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Eine Gefangenschaft, die noch kommen wird. Aber wenn Gott eingreift, wird er die Gefangenschaft beenden. Dass sie die verwüsteten Städte, die noch verwüstet werden in der Zukunft, wieder aufbauen und bewohnen sollen. Dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken. Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Also die Zeit wird kommen, wenn Weinberge gepflanzt werden, wenn Wein produziert wird und wenn man dann auch von dem Wein in richtigem Maße trinken kann. Das Millennium wird hier angesprochen.
die Zeit, wenn Gott auf Erden herrschen wird für 1000 Jahre. Dann wird sich alles dies ändern. Dann wird sich die Gesinnung dem Alkohol gegenüber ändern. Dann werden die Menschen erkennen, dass der Alkohol ein Segen ist, wenn er in richtiger Weise gebraucht wird. Kein Fluch, wie er es heute in so vielen Fällen ist, wenn er eben in falscher Weise gebraucht wird. Schauen wir uns nun ein paar Stellen im Buch der Psalmen an. Genau genommen ein Kapitel, Psalm 104, die Verse 14 und 15. Psalm 104 und die Verse 14 und 15. Auch hier wiederum wird von der Tätigkeit Gottes gesprochen. Da heißt es, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Wein kann uns fröhlich machen. Wein kann uns erfreuen. Wein ist ein Geschenk Gottes, wenn er in richtiger Weise, in mäßiger Weise zu sich genommen wird. Das Buch der Sprüche geht weiter auf den Alkoholismus, auf den Gebrauch von Wein, in gutem wie in schlechtem Umfang ein. In Sprüche Kapitel 20 lesen wir Vers 1. Sprüche Kapitel 20, Vers 1. Da heißt es, der Wein macht Spötter. Und wir hatten bereits gelesen, der Wein ist ein Spötter. Und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Wer zu viel davon trinkt. Wein ist ein Spötter, er ist ein Verführer. Wer zu viel trinkt, kann entmutigt werden, kann depressiv werden, kann selbst zu einem Spötter werden, kann gewalttätig werden. Man tut dann Dinge unter Alkoholeinfluss, die man im nüchternen Zustand nicht tun würde, weil man sich eben beschränkt. Aber man gibt sich jetzt dem Alkohol hin und kommt dann in eine solche Situation, wo man, wie es auch im Falle von Lot geschah, nicht mehr Herr seiner Sinne ist. In Sprüche Kapitel 21 lesen wir Vers 17. Sprüche Kapitel 21 und Vers 17. Wer gern in Freuden lebt, der wird Mangel haben. Und wer Wein und Salböl liebt, der wird nicht reich. Wer ihn liebt, in anderen Worten, wer sein Geld dafür hingibt, um mehr und mehr Wein und Alkohol bekommen zu können, ein Alkoholsüchtiger, ein Alkoholabhängiger wird letztendlich arm werden. Und wir sehen dies ja in so vielen Fällen, wenn wir Alkoholsüchtige dann auf den Straßen sehen, die keine Arbeit mehr haben, die nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten, weil sie eben alkoholabhängig geworden sind oder drogensüchtig. Auf Drogen gehe ich heute erst gar nicht ein, denn Drogen, ich meine jetzt diese abhängig machenden Drogen, die sind ja ohnehin verkehrt. Das sollte uns allen klar sein. In Sprüche Kapitel 23 lesen wir die Verse 20 und 21. Und nebenbei gesagt, Rauchen ist ebenfalls eine Sucht, die verkehrt ist. Gott hat nicht den Tabak dazu erschaffen, dass wir ihn rauchen. Sprüche Kapitel 23, angefangen in Vers 20. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern. Also auch Schlemmern wird hier angesprochen. Denn die Säufer und Schlemmer verarmen. Und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Auch hier geht es darum, dass diejenigen, die abhängig sind vom Alkohol oder auch abhängig sind von zu vielem Essen und natürlich auch kostbarem Essen, die werden verarmen. Und Gott sagt uns hier, sei nicht ein Genosse von denen. Habe keinen zu engen Umgang mit denen, denn die könnten dich sonst zu ihrem schlechten Treiben verführen. Und du wirst dann ebenfalls einer von denen. Halte dich fern. Sieh zu, dass du nicht einer von denen wirst. In Sprüche Kapitel 23 wird nun die Beschreibung uns wiedergegeben, wie es bei einem Alkoholisten, einem, der also alkoholabhängig ist, einem Trinker aussieht. Sprüche Kapitel 23 lesen wir zunächst einmal die ganze Stelle angefangen in Vers 29. Sprüche 23 angefangen in Vers 29. Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen?
Alles dies sind Fragen, die jetzt hier beantwortet werden, die im klaren Zusammenhang stehen mit Alkoholismus. Wo man lange beim Wein sitzt und kommt, auszusaufen, was eingeschenkt ist. Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen, und dein Herz wird Verkehrtes reden. Und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt, und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh. Oder es macht mich nicht krank. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich es wieder so treiben. Die Beschreibung eines Trinkers, eines Alkoholisten, eines jemand, der also vom Alkohol abhängig ist. Vers 31, das heißt, schau ihn nicht an, wenn der Wein so rot ist. So sieht er für dich aus, wenn du zu viel getrunken hast. Vers 34 wird beschrieben, wie alles sich um uns dreht, wenn wir eben zu viel getrunken haben. Und dann Vers 35. Man hat keine Erinnerung mehr an die letzte Nacht. Man weiß nicht, was überhaupt geschehen ist. Ich kenne einen Fall, wo jemand sich so voll hat laufen lassen, dass er nicht mehr wusste am nächsten Morgen, wo er sein Auto am vorigen Abend geparkt hat. Die Warnung ist klar. Denn es heißt hier in Vers 29, wo ist Weh, wo ist Leid, wo ist Zank, wo ist Klagen, wo sind Wunden ohne jeden Grund? Alles dies ist das Resultat von zu vielem Trinken. Und dann heißt es hier später, wie wir gelesen haben, man wird Dinge reden, die verkehrt sind. Aber man hat sich dem Alkohol ergeben. Und dann die Tragik dieser Stelle. Der Alkoholiker fängt am nächsten Tag wieder von vorne an. Er kann sich nicht mehr beherrschen. Er ist süchtig geworden. Er ist Sklave des Alkohols geworden. Ein Gefangener. Und die Bibel warnt davor, dass man nicht so weit sich bringt, dass das geschehen kann in unserem Leben. In Sprüche 31 und Vers 4. Sprüche 31 und in Vers 4. Nicht den Königen, Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken. Nicht den Königen, noch den Fürsten, starkes Getränk. Der Zusammenhang ist hier die Ausübung eines offiziellen Amtes. Man sollte vorsichtig sein, wenn man ein offizielles Amt ausübt, sich mit Alkohol volllaufen zu lassen. Weil, wie wir gesehen haben, dies dazu führen kann, dass man das Amt nicht in richtiger Weise ausübt. Vers 5. Sie könnten beim Trinken des Rechtes vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Schauen Sie, wenn man sich beim Trinken nicht beherrschen kann, dann zeigt das auch, dass man sich sonst nicht beherrschen kann. Und dass man dann nicht in der Lage ist, richtiges, gerechtes Urteil zu fällen. Vers 6. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elendes vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. In seltenen Umständen, wenn jemand durch sehr schweres Leid geht, hat vielleicht gerade seinen Ehepartner verloren, wenn jemand einer Aufmunterung bedarf, kann diese Stelle Anwendung finden. Aber meistens gehen wir nicht durch solche Erlebnisse. So, wir sollten nicht diese Stelle als Alibi benutzen, um zu sagen, ja, wir sind also immer laufend deprimiert, so können wir also laufend hier uns mit Wein volllaufen lassen oder mit anderem Alkohol. Darum geht es nicht. Es geht hier um eine Ausnahmesituation, wo jemand wirklich ein wenig Ermunterung braucht, ein wenig Zeit braucht, um Dinge überwinden zu können. Schauen wir uns im Buch Hiob nun im ersten Kapitel eine interessante Stelle an. Hiob Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Hiob Kapitel 1 und die Verse 4 und 5. Hier geht es um die Söhne des Hiob. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, an jeder in seinem Hause an seinem Tag, oder wie andere Bibel uns zeigen, an seinem Geburtstag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früher morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen, und so tat Hiob alle Zeit. Hiob war besorgt, dass sie bei ihren Feiern zu viel trinken könnten und dadurch sündigen würden.
Wir können uns ja auch daran erinnern, wie nachher Belsazar betrunken war. Und als er dann betrunken war, dann hat er die Gefäße aus dem Tempel, die ja aus Jerusalem stammten, zu sich beordert und hat dann die dazu benutzt, um weiterhin daraus zu trinken. Und dann kam ja die besagte Flammenschrift an der Wand. Und in der gleichen Nacht musste dann dieser Belsazar sterben. Schauen wir uns nun Prediger Kapitel 2 an. Auch hier geht es also wieder darum im Buch Hiob, dass man sich beschränkt, dass man sich beherrscht, dass man sich nicht betrinkt. Prediger Kapitel 2 und Vers 3. Da sagt Salomo: Ich dachte in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete. Salomo wollte herausfinden, was geschieht, wenn man Alkohol trinkt, ohne betrunken zu werden. Wenn wir Alkohol trinken, müssen wir wissen, wann wir aufzuhören haben. Wir können dies tun. Man muss nicht sich so weit betrinken, dass man dann nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Man kann etwas trinken und dabei friedlich sein und fröhlich sein, ohne sich zu betrinken. Wir sollten auch niemals im Ärger trinken, sondern wenn wir etwas Alkohol zu uns nehmen, in einem ausgelassenen, in einem ruhigen Zustand. Prediger Kapitel 9, Vers 7. Prediger Kapitel 9 und Vers 7. So gehe hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Trink deinen Wein mit gutem Mut, nicht trinke deinen Wein, um guten Mut zu erhalten. Vielmehr trinke Wein, wenn du guten Mutes bist, in einer netten Atmosphäre, in einer netten Gesellschaft. In Prediger Kapitel 10 lesen wir Vers 19. Prediger Kapitel 10 und Vers 19. Man hält Mahlzeiten, um zu lachen, und der Wein erfreut das Leben, und das Geld muss alles zu Wege bringen. Es ist nicht falsch, etwas Wein zu trinken, besonders zu festlichen Gelegenheiten. Aber, wie gesagt, es ist falsch, sich zu betrinken. Und das kann leicht geschehen, wenn man sich in einer falschen Umgebung aufhält. In einer Umgebung, wo es eben Trinker gibt, die einen dazu animieren, mit denen sich zu betrinken. Schauen wir uns im Buch Daniel eine interessante Stelle an. Auch die hat sehr viele Missverständnisse herbeigeführt, weil manche Menschen sie aus dem Zusammenhang gerissen haben und nicht verstanden haben, worum es hier geht. In Daniel Kapitel 1 und Vers 8. Der Daniel, der war jetzt an dem Hof von Nebukadnezar, einer der Jünglinge, die aus Jerusalem nach Babylon verschleppt worden waren. Und es heißt hier, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und so hat er dann keinen Wein getrunken, sondern nur Wasser. Es ging aber hier nicht darum, dass Daniel grundsätzlich keinen Wein trank. Sie können sich nachher Kapitel 10 anschauen, in Vers 3, wo klar gesagt wird, dass Daniel Wein trank von Zeit zu Zeit. Es geht darum, dass hier dieses Essen und dieser Wein mit heidnischen Riten verknüpft war und dass deshalb der Daniel davon nicht getrunken und gegessen hat. Schauen wir uns nun im Neuen Testament ein paar Stellen an, die sich mit dem Alkohol beschäftigen. In Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24 und die Verse 48 und 49. Es geht hier um jemanden, der sich nicht so verhält in der Kirche Gottes, wie er sich verhalten sollte. Matthäus 24, Vers 48. Christus sagt: Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, jemand, der sich nicht um das kümmert, um das schert, was in der Gesellschaft vorgeht, als ein Zeichen der baldigen Wiederkunft Jesu Christi. Aber der sagt, oh mein Herr, der kommt noch lange nicht. Und er fängt an, Vers 49, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen. Dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. In der Endzeit werden sogar Christen alkoholabhängig werden,
einige, hoffentlich nicht viele. Und sie werden den Blick für die Geschehnisse verlieren. Sie können sich nachher eine Parallelstelle im Lukas-Evangelium anschauen, in Kapitel 12 und Vers 45, die das auch beschreibt. Aber jetzt Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, eine Warnung an uns alle, dass wir uns nicht so verhalten, wie dies hier prophezeit ist für einige, hoffentlich nicht, wie ich sagte, für viele. Lukas Kapitel 1 und Vers 15. Hier geht es also um Johannes den Täufer. Über den wird gesagt, er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Eine Stelle, die andeutet, dass Johannes der Täufer Zeit seines Lebens ein Nazariter war. Er trank keinen Alkohol. Jesus aber trank Alkohol und er wird dafür von den Pharisäern verurteilt. Was andeutet, dass er eben kein Nazariter war. Was also auch zeigt, dass er zum Beispiel kein langes Haar trug. Denn nur die Nazariter zur damaligen Zeit trugen langes Haar. Lukas Kapitel 7, die Verse 33 und 34. Lukas Kapitel 7, die Verse 33 und 34. Da sagt Christus selbst, denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein, und so sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. So sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Also Christus hat hin und wieder Wein getrunken. Er hat sich nie betrunken, weil dies eine Sünde wäre. Und Christus hat ja nie gesündigt. Aber er hat Wein getrunken und wurde deshalb von den Pharisäern verleumdet. In Lukas Kapitel 21 lesen wir Vers 34. In Lukas Kapitel 21, Vers 34. Und übrigens erzählt uns ja auch die Begebenheit im Hinblick auf die Hochzeit von Kana, wo Christus ja Wasser in Wein verwandelt hat, dass eben auch Christus bei diesem Fest zugegen war. Wenn Sie nachher diese Stelle lesen in Johannes 2, dann stellen Sie auch fest, dass Christus guten Wein hergestellt hat, nicht schlechten Wein. Der Kämmerer, der war ja überrascht, wie gut der Wein war. Wenn wir Wein trinken, dann sollte er gut sein, nicht gepanscht, nicht irgendwie mit Präservativen und anderen Schadstoffen versehen. Aber in Lukas 21 finden wir eine weitere Warnung. In Vers 34. Lukas 21 und Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Diese Stelle beinhaltet auch die Warnung, sich nicht zu betrinken, weil wir Sorgen haben. Wir sollen nicht übermäßig Wein zu uns nehmen, um unsere Sorgen zu betäuben, denn dadurch werden unsere Sorgen ja nicht von uns genommen. In 1. Petrus Kapitel 4 lesen wir Vers 3. 1. Petrus Kapitel 4 und in Vers 3. Da sagt Petrus, es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Vers 4, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber die Frage ist, trifft das auf uns zu? Stürzen wir uns nicht mehr in dieses unordentliche Treiben? Sind wir nicht mehr solche, die dabei sind, wenn es um Saufen und Fressen und so weiter geht? Wiederum eine Warnung vor Alkoholmissbrauch, ganz besonders für Christen. Und so lesen wir in Römer Kapitel 13 und Vers 13. Auch hier folge ich der Anordnung, wie die Bücher ursprünglich im Neuen Testament in der Bibel angeordnet worden waren. Römer Kapitel 13 und Vers 13. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Wir sollen also als Christen ehrbar leben. Wozu gehört uns nicht zu betrinken? Wozu gehört uns von Unzucht, von Ausschweifung, von Hader und von Eifersucht fernzuhalten? Alles dies können Folgen des Alkoholmissbrauchs sein. Schauen Sie, Hader, Ausschweifung,
Eifersucht, Unzucht kann das Resultat sein von Alkoholmissbrauch. Und wir werden also aufgefordert, uns davon fernzuhalten und es erst gar nicht dazu kommen zu lassen. Römer Kapitel 14 und Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, meine Damen und Herren. Das heißt, wir sollten keinen dazu zwingen, Alkohol zu trinken, der aus was für Gründen auch immer keinen Alkohol trinken will. So lesen wir in Vers 15 im gleichen Kapitel, Römer 14, Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, oder man könnte auch sagen, wegen deines Trinkens, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. In Römer Kapitel 14, Vers 21 heißt es dann weiter, es ist besser, du isst kein Fleisch, es geht hier allerdings um den Gebrauch von Götzenopferfleisch, aber es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Nun, ein ganz offensichtliches Beispiel bezieht sich auf einen Alkoholiker, der sich vom Alkohol entfernt hat, entfernen will, der mit Sicherheit keinen Alkohol mehr zu sich nehmen darf. Jemand, der nicht trinken sollte, weil er eben ein ehemaliger Alkoholiker ist, der sollte nicht von uns dadurch verführt werden zu trinken, dass wir in seiner Gegenwart trinken. Das könnte ihn dazu bringen, erneut dem Alkohol zuzusprechen, was für ihn verderblich wäre. Also wir sollten immer auch auf unsere Umgebung Acht geben, wenn es darum geht, wie wir uns verhalten. Im 1. Korintherbrief lesen wir Kapitel 6 und Vers 10. 1. Korinther, Kapitel 6 und in Vers 10. Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Also mit anderen Worten, keine von denen werden das Reich Gottes ererben. Aber dann lesen wir in Vers 11. Und solche sind einige von euch gewesen. Also er spricht hier Christen an, die einstmals Trunkenbolde waren, Alkoholiker waren. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Mit der Hilfe des Geistes Gottes kann man Alkoholismus überwinden, sagt Paulus hier. Es geht also nicht darum, dass man Zeit seines Lebens Alkoholiker bleiben muss, wenn man einmal Alkoholiker geworden ist. Es ist natürlich besser, es niemals Alkoholiker zu werden, aber man kann den Alkoholismus überwinden. In 1. Korinther Kapitel 11 lesen wir die Verse 20 und 21. 1. Korinther Kapitel 11 und die Verse 20 bis 21. Alkoholismus hat damals eine solche Form angenommen, innerhalb der neutestamentlichen Kirche Gottes, dass diese sogar bei dem Passahabend betrunken haben. Es heißt hier, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Am Passahabend. Man sieht, zu welchen unglaublichen Konsequenzen Alkoholismus führen kann. Wiederum eine Warnung im Galaterbrief, Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, die Verse 19 und 21. Galater Kapitel 5 und die Verse 19 und 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Auch hier wiederum eine Warnung vor Alkoholmissbrauch, vor Saufen. Ein Werk des Fleisches, das es abzulegen gilt. Und so lehrt uns in Epheser Kapitel 5 Paulus, dass wir uns davon entfernen müssen. Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Epheser 5 und Vers 18.
da sagt Paulus, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Man soll sich also nicht mit Wein und anderen harten Getränken, starken Getränken verlaufen lassen, denn daraus folgt ein unordentliches Wesen. Das sollte uns klar sein, aber wir als Christen sollen vom Geist Gottes beherrscht sein und uns dem Geist Gottes unterwerfen. Und der Geist Gottes ist kein Geist der Unordnung, sondern ein Geist des klaren Denkens. Im 1. Thessalonikerbrief lesen wir Kapitel 5. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 7. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 7. Denn die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. In den meisten Fällen sind Alkoholiker des Nachts betrunken. Die betrinken sich des Nachts, nicht unbedingt am Tage, obwohl, wenn man natürlich den Status erreicht hat, wo man regelrecht zu einem Alkoholiker geworden ist, dann kümmert man sich auch nicht mehr um die Tages- und Nachtzeit. Aber in den meisten Fällen betrinkt man sich des Nachts. Wenn man in eine Disco geht, wenn man in einen Nachtclub geht, wo man immer auch hingeht, dann ist es ganz besonders wichtig, wenn man dorthin geht, sich nicht zu betrinken. Vielleicht überhaupt nicht zu trinken, weil man in einer solchen Umgebung sehr leicht verführt werden könnte, zu viel zu trinken. Es ist weitaus besser, ein wenig Alkohol in einer friedlichen, harmonischen Atmosphäre zu Hause zu trinken oder, wie gesagt, mit anderen Kirchenmitgliedern zu Kirchenfesten. Lesen wir 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3 und die Verse 2 bis 3. Hier werden die Anforderungen an einen Geistlichen gestellt, wie der sich verhalten soll. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 2 bis 3. Ein Bischof soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und wir finden auch eine Parallelstelle im Buch Titus im 1. Kapitel und auch im 2. Kapitel. Jemand, der ein Amt in der Kirche hat, soll kein Trinker sein oder dem Trunk ergeben sein. Und das gilt auch für Frauen, die Diakonissinnen sind. Die sollen ebenfalls nicht dem Trunk ergeben sein. Aber dann lesen wir 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 23. 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 23. Da sagt nämlich der Paulus dem Timotheus, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen, weil du so oft krank bist. Und hier wird wiederum der positive Gebrauch des Weins zum Ausdruck gebracht. Ein wenig Wein kann gut sein für die Gesundheit, aber man sollte ihn in Maßen trinken. Und das ist das, was Paulus hier dem Timotheus mitteilt. Wenn wir uns mit Alkoholsucht beschäftigen oder auch mit irgendeiner anderen Sucht, dann gilt eine sehr wichtige Anmerkung, dass man die immer sich gegenwärtig macht in 1. Korinther Kapitel 6. Und wir sollten immer daran denken, wenn wir versucht sind, süchtig zu werden. In 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 12. Da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es geht darum, dass man sich nicht gefangen nehmen lassen soll, dass man nicht Sklave werden soll des Alkohols oder auch irgendeiner anderen Sucht. Man soll also sich darüber klar werden, dass wir ja nicht nur uns selbst zum Gefallen leben, sondern auch anderen gegenüber und natürlich ganz besonders Gott gegenüber. Alkoholsucht kann mit einer geistlichen Sucht verglichen werden. In beiden Fällen verlieren wir nämlich das klare Bewusstsein, die klare Sicht, die Besonnenheit. Wenn wir betrunken sind, wissen wir nicht, wo wir hingehen. Wir verlieren Kontrolle über uns. Das gleiche gilt für geistliche Betrunkenheit. Die ganze Welt wird in der Bibel als geistlich betrunken beschrieben. Aber die Welt weiß es nicht. Wie auch jemand, der sich im Vollrausch befindet, nicht weiß, wie seine eigene Lage wirklich aussieht.
Schauen wir uns kurz eine Stelle im Alten Testament an, in Jeremia Kapitel 51 und Vers 7. Jeremia Kapitel 51 und Vers 7. Da wird von dem endzeitlichen Babylon gesprochen, dem babylonischen System, in dem die Menschheit sich heute befindet. Und da heißt es hier in Jeremia 51 und Vers 7, ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Es geht nicht nur um das alttestamentliche antike Babylon zur Zeit Nebukadnezars, es geht um ein modernes, noch vielleicht in gewisser Weise zukünftiges Babylon. Das wird nämlich auch in der Offenbarung beschrieben, im Neuen Testament. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir Vers 8. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 8. Ein zweiter Engel folgte, der sprach, und das ist noch zukünftig. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Also hier wird sogar der Wein mit der Hurerei in Zusammenhang gebracht. Es geht natürlich hier um geistliche Hurerei, um den Abfall von Gott. Und sie sind betrunken geworden, die Völker, die von diesem Zorneswein der Hurerei getrunken haben. Offenbarung Kapitel 17, Vers 2. Offenbarung Kapitel 17 und Vers 2. Hier wird von der Hure geschrieben und gesprochen, die auf dem Tier sitzt. Und da heißt es hier, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und dann auch in Offenbarung Kapitel 18 und Vers 3. Offenbarung Kapitel 18 und Vers 3. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Das moderne Babylon, ein religiöses und wirtschaftliches System, hat alle Völker mit seinem Wein, seinem geistlichen Wein, betrunken gemacht. Und die Menschen wissen es nicht. Wahre Christen dürfen nicht zu denen gehören, die betrunken sind. Buchstäblich oder geistlich gesehen. Denn wenn sie dies sind, dann werden sie von dem Zorneswein Gottes trinken müssen, wenn er seine Plagen über diese Welt schütten wird. Kurz in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 10. Offenbarung 14 und Vers 10. Angefangen in Vers 9, da heißt es, ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wir wollen nicht jene sein, die von dem Zorneswein Gottes trinken werden. Aber das Gleiche gilt auch auf physischer Ebene. Wenn wir uns mit Wein vorlaufen lassen, müssen wir die Konsequenzen tragen. Und wenn wir unsere Alkoholsucht nicht bereuen und ablegen, werden wir nicht in Gottes Reich kommen, wie wir gelesen haben, sondern Gottes Zorn wird über uns bleiben. Denken wir über die Konsequenzen des Alkoholismus nach. Alkohol, ganz besonders Wein, ist ein Geschenk Gottes. Er sollte in Mäßigkeit, mit Mäßigung und mit Respekt genossen werden. Er sollte nicht missbraucht werden, und er darf nicht unser Leben bestimmen, er darf uns nicht gefangen nehmen. Wenn er in richtiger Weise genossen wird, ist Alkohol ein Segen. Wenn er missbraucht wird, ein Fluch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.